Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Parfümerie Möltgen Adventskalender. Der befindet sich hier in diesem süßen Täschchen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 69 Euro und man kann den quasi über die Homepage per E-Mail vorbestellen. Der wird aber direkt jetzt auch geliefert und hier sind sehr schöne Produkte drin. Der war letztes Jahr halt auch richtig schön und deswegen hatte ich mich dann auch direkt nach Nicoles Video da angemeldet und habe dann auch direkt den bestellen können. Der ist jetzt geliefert worden und ich bin echt gespannt, was wir jetzt hier drin finden dürfen. Ja, schön. Also, ne, süßes Design, ist auch echt hübsch verpackt hier bei mir zu Hause angekommen. Da merkt man halt wirklich, das ist eine Parfümerie, die geben sich wirklich Mühe und jetzt muss der Inhalt nur noch stimmen. Da bin ich echt gespannt drauf. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Oh, und dann zieht man das raus und dann hat man hier 24 kleine Säckchen drin. Wie schön ist das denn bitte? Starten wir mit dem Säckchen Nummer 1. Kannst du echt schön weiterverwenden, muss ich wirklich sagen. Die Säckchen bewahre ich auch auf. Hier haben wir zuallererst ein Parfüm drin, was ich auch selber habe und schön finde. Das ist das Valentino Donna Born in Roma Yellow Dream. Ein Eau de Parfum mit 6 Millilitern. Ein wirklich sehr schöner Duft und ich glaube auch, dass der leicht was Zitrisches hat. Ich blende euch ja die Duftnoten sowieso mit ein und ich glaube, viele von euch stehen ja auch auf diese wundervollen Miniaturen, die hier mit drin enthalten sind. Ich sammle die und erstelle ja auch Parfüm-Miniaturen Adventskalender. Der ist schön, definitiv würde ich aber eher in Richtung Frühling setzen. Zum 2. Dezember haben wir hier dieses Säckchen, was, also wirklich, die haben das ja per Hand hier alle reingepackt und so und das finde ich einfach liebevoll. Ne? Also wenn eine Parfümerie sowas macht, ist das immer schon ein gutes Zeichen und ich finde auch 69 Euro generell für so einen Adventskalender wirklich fast schon zu günstig. Das ist von Clarins, die Extra Firming Nuit, eine Wrinkle Control Regenerating Night Cream mit 15 Millilitern. Ja, den Clarins Adventskalender habe ich euch schon geöffnet. Video ist im i verlinkt. Und eine Nachtcreme finde ich immer sehr schön. Die ist ein bisschen reichhaltiger und wenn die halt über Nacht diese Verjüngung geben soll, begrüße ich das tatsächlich auch sehr schön. Selbstverständlich, huch, auch mit dabei ist eine relativ schwere Nummer 3. Ist hier eine Kerze drin? Oh, ist das schön. Das ist Tonka and Pepper von Ted Sparks. Das finde ich schön. Ich weiß nicht, wie viel Gramm hier drin sind. Boah, richtig gut. Die kann ich mir sofort hier in den Hintergrund stellen. Das ist ja mal richtig nice. Tonka liebe ich. Pfeffer in Kombination mit Tonka ist natürlich auch richtig, richtig cool. Das ist so eine etwas größere Kerze. Also nicht so teelichtmäßig, sondern schon ein bisschen größer. Und ich hoffe, dass alle auch den gleichen Inhalt haben. Schaut gerne nach dem Video mal bei dem von Nicole vorbei. Aber ich glaube schon, dass die immer recht ähnlich bestückt waren, ne? Okay, hier haben wir jetzt die Nummer 4. Hier haben wir die Idol Mascara drin von Lancôme. Die Lash Lifting Volumizing Mascara mit 2,5 Millilitern. Das ist eine bananenförmige Mascara mit so einem Gummibürstchen. Da sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ne? Die macht bei mir jetzt keine Vavavoom Lashes, aber sie macht schöne Wimpern. Sie trennt die Wimpern, gibt ein bisschen Länge auch mit rein. Ne? Also so schaut dann der Flakon hier aus. Ich finde auch, dass eine Mascara in so einem Adventskalender perfekt aufgehoben ist. Ein Tag vor Nikolaus habe ich hier den 5. Dezember. Oh, hier sind zwei Sachen drin. Einmal ein Weihnachtsgutschein. Nein, wie süß. 5 Euro. Bis zum 31.01.2025 ab einem Einkaufswert von 50 Euro. Ja gut, dann ist es halt auch nicht in dem Sinne aufgeführt jetzt vom Preis her, ne? Oder vom Wert. Aber schön finde ich das auf jeden Fall, weil das kommt nicht alleine. Das ist hier mit Wonder Nice White Tea Körperlotion oder Body Lotion mit drin. Da sind 80 Milliliter drin und guck mal, wie hübsch das aussieht. Das ist halt so richtig schön mit Schneeflocken im weihnachtlichen Design und sowas gehört auch genauso in den Adventskalender mit rein. Rieche ich jetzt so nichts durch, aber es ist bestimmt total super. Nikolaus ist der 6. Dezember. Da darf jetzt gerne was Besonderes drin sein. Wobei, da hätten sie tatsächlich genau die 5 und 6 jetzt tauschen können, meiner Meinung nach. Ach nee, hier haben die das Idol Now reingemacht und zwar mit 5 Millilitern. Das ist ein Parfüm von Lancôme, was relativ neu ist. Das ist jetzt quasi als Miniaturchen nochmal drin. Ein schöner Duft. Also den habe ich auch schon gerochen als, ja, als Probe und den mag ich tatsächlich auch noch ein bisschen lieber als das normale Idol, ne? Weil das normale Idol ist ja schon sehr, wie soll ich das sagen, Richtung Haarspray, Richtung Kopfschmerz lastig, finde ich bei dem jetzt nicht so unbedingt. Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember und auch hier ist wieder was drin von Clarins und zwar der Lip Perfector mit Shea Butter 12 Milliliter in der Farbe Rose Shimmer. Das ist ja mal richtig geil. Richtig abgefahren. Also das ist halt auch einfach mal ein etwas anderes Produkt. Das kommt zwar in der Tube, aber das finde ich mega schön, weil das ist eine Originalgröße. Das ist ja nicht günstig, ne? Das kriegt man ja nicht einfach nur mal so als Goodie.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die habe ich jetzt einmal hier. Dort drin haben wir ein Duschgel und zwar das Molten Brown Heavenly Ginger Lily mit Ingwerblüte. 30 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist eine schöne kleine Reisegröße. Es ist nicht riesig, aber es ist auch nicht winzig und ich glaube vom Duft her passt das ganz gut in die Weihnachtszeit. Eine leichte Würze, gleichzeitig erfrischend. Huch. In der Nummer 9 dürfen wir uns, ich glaube, über irgendeine Creme oder so freuen. Das fühlt sich jedenfalls so an. Estee Lauder ist am Start mit der Advanced Night Repair Overnight Treatment Creme. 7 ml ist nicht die Welt, aber es ist tatsächlich ein Produkt, was auch sehr, sehr teuer ist. Dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung. Und hier haben wir einen kleinen Cremetiegel drin, was ich echt hübsch finde. Also nicht nur für die Reise super geeignet, sondern halt auch einfach mal, um zu gucken, ob die eigene Haut das soweit verträgt. Meine Haut verträgt nicht alle Estee Lauder Produkte, aber doch einige. Ne? Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Ich bin so verliebt in dieses Säckchen hier. Das ist echt schön gemacht. Maria Galant Paris. Das ist eine 460 Nutrivital Cream. 20 ml sind hier drin enthalten. Ja, hast du jetzt Creme hinter Creme. Das ist ein bisschen komisch aufgeteilt. Hätte ich persönlich ein bisschen anders gestaltet, aber ist jetzt hier so auch mit drin. Finde ich schön vom Produkt her, aber wie gesagt, hätte ich mir vielleicht dann einfach eine Woche vorher oder später gewünscht, um da ein bisschen mehr Mix reinzubringen. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember. Hier haben wir auch wieder eine Tube drin und zwar von Marlies Müller Beauty Hair Care. Das ist die BB Beauty Balm von Miracle Hair Geschichte plus Heat Protection and Anti-Frizz Effekt. Also mit Hitzeschutz und Anti-Frizz-Effekt, 30 Milliliter. Also ist das quasi ein Produkt, was man dann ja in den Haaren drin lässt. Also ins handtuchtrockene Haar machst du es rein oder wenn die Haarlängen und Spitzen trocken sind, sanft einmassieren, nicht ausspülen und dann kriegst du damit schönere Haare. Finde ich cool. Halbzeit, der 12. Dezember. Und ich muss wirklich sagen, also das ist ja ein Parfümerie-Adventskalender, der ist einer der liebevollsten, die ich bisher geöffnet habe. Richtig schön bestückt, ne? Und es sind tolle Produkte drin und das sind nicht nur die Klassiker, muss man auch sagen. Shiseido Vital Perfection ist es die Concentrated Supreme Cream mit dieser Renewra Red Technology, 15 ml. Die ist super teuer, aber da so ein kleiner Appell an die Parfümerie Möltgen oder falls ihr den Adventskalender zum Verschenken kauft, merkt euch die Kläppchen, kann man dann vielleicht ein bisschen durchmixen, weil du hast hier wirklich geballt drei Gesichtscremes direkt hintereinander. Ne? Es ist mega nice, dass die mit drin ist, weil die ist auch richtig toll. Die habe ich jetzt auch schon mal in Anwendung gehabt. Man fühlt sich sehr, sehr luxuriös damit, muss ich wirklich sagen. Ne? Auch wenn es nur ein kleines Tiegelchen davon ist, ist das ja schon sehr schön gestaltet. Und auch auf dem Gesicht kommt das sehr gut. Und ja, wir haben jetzt 4 Gesichtscremes. Ne? Das ist ein bisschen viel. Der 13. Dezember eröffnet die zweite Halbzeit mit einer Tube von Biotherm. Die Eau d'Energie Duschgel Tube ist das. Da haben wir drin Jasmin und Orange. Oh, wie schön. Und Aprikose, 50 ml. Also ich bin jetzt nicht so der ultimative Fan von zitrischen Düften, aber ich glaube, Orange und Aprikose gehen klar. Nicht schlecht, Herr Specht. Der 14. Dezember enthält ein Nagellack von Art Deco. Die Nummer 34 haben wir hier, Lucious Red. Und das dürfte eine kleine Größe sein mit 5 ml. Aber ich finde, so ein Nagellack passt ganz gut in einen Adventskalender mit Beauty-Produkten rein, weil das ist so ein schönes, etwas dunkleres Weihnachtsrot, so ein bisschen ins Kirschrot-mäßige. Der 15. Dezember ist ein bisschen größer. Auch hier eine Gesichtscreme. Es sind ein bisschen viele Cremes, bin ich ehrlich. Ne? Clinique Moisture Surge, die 100 Stunden Auto Replenishing Hydrator. Creme ist das nämlich mit 15 ml. Wundervoll, super geeignet, egal für welchen Hauttypen. Ich als trockenes Häutchen würde die dann eher morgens verwenden, einfach weil die mir sonst nicht genug Feuchtigkeit spendet. Aber guckt mal, wie groß das auch ist. Ne? 15 ml ist schon mal ordentlich. Da ist man ganz gut ausgestattet mit dem Adventskalender. Der 16. Dezember. Ah, guck mal, hier haben wir wieder eine Miniatur drin. Auch das eine, wie nennt man das? Ein Flanker von dem Klassiker Flavie et Belle von Lancôme. Aber das ist das Iris Absolue Eau de Parfum. Mit 4 ml. Guck mal, wie hübsch das aussieht. Das glitzert. Auch das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unbedingt so hat. Ne? Finde ich wirklich nice. Also da hast du einige Parfümminiaturen drin, worauf man ja auch hofft, wenn man so einen Adventskalender bestellt eigentlich. Ne? Das ist schon cool. Das ist der vierte? Dritte? Der dritte Duft. Wow. Da sieht man da unten nicht so wirklich. Ne? Aber ich habe da oben nicht mehr so viel Platz. Hier bin ich jetzt eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember. Und hier befindet sich eine Tube drin von dem La Vie Est Belle. Das ist die parfümierte Body Lotion mit 50 ml, die super ist und ich auch super gerne verwende. Aber immer wieder der kleine Warnhinweis von mir an dieser Stelle, dass die einen leichten Schimmer mit dabei hat. Ne? Wenn man das nicht mag, muss man ein bisschen aufpassen. Oder sich nicht wundern, wenn man sich eincremt, dass man auf einmal auch so Glitzerhände hat. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich bin echt gespannt, ne? Wie das hier so weitergeht, was wir hier auch am 24.
25. Dezember dann drin haben. Das ist ein schöner Adventskalender, auch wenn sehr viel Gesichtscremes so drin sind. Sensai, hi! Das ist die Extra Intensive Mask mit 15 Millilitern. Die hatte ich auch schon immer in einem anderen Adventskalender drin und kann es gar nicht abwarten, die zu verwenden, weil das ist halt schon sehr hochwertig, hochpreisig. Ete Petete hast du nicht gesehen. Und darüber freut man sich, wenn man einen Adventskalender für 69 Euro gekauft hat. Wirklich. Also das Ding ist halt schon sehr, sehr hochpreisig. Das kauft man sich nicht einfach so. Nee. Und das freut einen doch, ja, sehr. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember. Und was ich ja auch echt cool finde, wir haben hier keine Mini-Pröbchen oder sowas drin. Es sind schon vernünftige Größen irgendwie, ne? Hier habe ich das Muke Volume Mousse dran. Das ist Natural Style and Confident Glow. 50 Milliliter. Ja, also ich verwende jetzt nicht so viele Haarstyling-Produkte. Kann sicherlich super sein. Meins ist es nicht unbedingt, aber muss es auch nicht sein, ne? Also es gibt ja genug Leute, die ihre Haare stylen und sich darüber freuen. Machen wir weiter im 20er Bereich. Herzlich willkommen. Hier habe ich ihn 20. Und ich glaube, hier habe ich eine Parfümminiatur drin, weil sich das sehr, sehr leicht anfühlt. Oder noch was von Sensai. Ja, es ist halt eine teure Marke, ne? 2 Milliliter, aber das ist die Extra Intensive Eye Cream. Die hatte ich schon mal und Leute, die ist so gut. Und dann sieht man den Preis und denkt sich, so gut ist er auch nicht. Aber die ist echt cool. Ja, Packungsbeilage ist natürlich mit dabei. Und ja, das ist halt eine Mini-Creme. Man sieht es hier unten, ne? Da ist mehr Luft als Produkt unten drin. Aber einfach mal, um dieses kleine bisschen Luxusluft zu schnuppern, ist die perfekt. Die Nummer 21, da scheint noch ein bisschen mehr drin zu sein, weil das irgendwie so flauschig sich anfühlt. Oh, das ist hier nochmal so eingepackt. Was haben wir denn hier? Ein Säckchen in einem Säckchen. Erstmal haben wir hier von Galinée ein Foaming Cleanser. Richtig cool, 50 Milliliter sind hier drin. Das ist so eine französische Marke, die ich öfters schon mal in der Blissim oder My Little Box drin hatte. Und dann haben wir hier auch noch passend dazu ein wiederverwendbares Abschminkpad. Sowas feiere ich total. Wenn man sowas nicht separat drin hat, was wir durchaus in Adventskalendern, die doppelt so viel gekostet haben, als einzelnes Kläppchen hat. Hier hast du das so zusammen und dann noch in so einem Säckchen und dann auch noch in so einem Säckchen handverpackt. Das ist richtig krass. Die zweite und letzte Schnapszahl ist hier der 22. Dezember. Noch eine Mascara. Yves Saint Laurent Mascara Volume Effect Fossil, eine False Lash Effect Mascara mit 2 Millilitern. Das ist nicht die größte Geschichte des Universums, aber es ist halt cool, dass wir die drin haben, muss ich wirklich sagen. Ich blende euch das Bürstchen ein. Ich mache sie jetzt nicht extra auf. Ich müsste die nämlich auch noch da haben. Auch wenn hier draufsteht, nur für Individual Sale, das ist mir vollkommen Wurst. Selbst Produkte, die das draufstehen haben, haben ja ihren Wert, ne? Die haben meistens so eine Faserbürste, die auch ein bisschen puffiger unterwegs ist. Und ja, wenn man halt nicht nur diese Längengeschichte haben möchte, wie von der Lancôme Mascara, kann man sich die halt auch nochmal gönnen. Oder man macht sich halt erst die Lancôme Mascara vielleicht in 2 Schichten drauf, lässt die durchtrocknen, gibt die nochmal so ein bisschen drüber, dann hat man halt normalerweise echt Wawawum Lashes. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Hier wäre vielleicht wirklich eine Miniatur noch ganz schön oder so. Oder die packen hier den Rouge Pour Couture von Yves Saint Laurent mit rein in N1. 1,3 Gramm. Das ist ein Satin Color Lipstick. Long Lasting Comfort Smoothing Lip Care. In der Farbe Beige Trench. Ich glaube, das ist halt einfach mal auch eine super tragbare Alltagsfarbe. Das wäre ja mal so, so, so cool. Ich habe hier auch gerade tatsächlich genau so einen liegen. Den ich auch gerade auf den Lippen trage, weil ich ihn mal in einem Adventskalender drin hatte. Das ist eine wunderschöne Alltagsfarbe. Die kommt in der Kamera, glaube ich, wärmer rüber, als sie ist. Die ist eigentlich eher so ein normaler, klassischer Nude-Ton, den man echt gut tragen kann. Finde ich richtig geil. Also da bin ich jetzt mal ein bisschen salopp und sage, das finde ich richtig geil. Und was ist denn in der 24 als Highlight? Ich weiß es wirklich nicht. Also das finde ich alles so, so abgefahren hier für 69 Euro. Schön. Aqua Allegoria von Guerlain haben wir das Rosa Rossa Eau de Parfum mit 7,5 Milliliter hier drin. Das ist ja mal auch eine richtig schöne 24, vor allem für diejenigen, die so Miniaturen sammeln, weil ich glaube, so eine Miniatur habe ich noch nicht so häufig in Adventskalendern gesehen, also von dieser Richtung auch. Hier blende ich euch auch die Duftnoten ein. Das wird ein sehr blumiger Duft sein, vermute ich jetzt einfach mal, ne? Und ey, das ist doch schön. Das ist richtig schön. Das ist so ein cooler Inhalt von dem Adventskalender. Wir sind hier echt gut gepflegt. Ja, es sind ein bisschen viele Gesichtscremes. Man hätte es ein bisschen besser durchmixen können, dann wäre das ein bisschen nicht so aufgefallen, sage ich jetzt einfach mal dazu, ne? Aber ansonsten, wir haben hier so krasse Marken drin und ich bin einfach baff, dass das Ding 69 Euro kostet. Ja, plus Versand. Die 5 Euro ist okay, ne? Du hast das so schön hier verpackt, du hast tolle Produkte hier drin, der lohnt sich mega. Guckt in der Infobox vorbei, da habe ich euch mal den Link dazu reingesetzt, ne? Ich finde es total abgefahren und ja, also
Leute, für Miniaturenfreunde ein absolutes Muss, finde ich. Auch in dem Preissegment kann man sich wirklich nicht beschweren. Wie seht ihr das? Ich bin wirklich ein bisschen überwältigt, weil die Produkte hier drin halt auch einfach sehr, sehr hochpreisig, hochwertig sind. Ich glaube, wir haben hier einen richtig krassen Wert am Ende auch stehen. Ich bin happy. Ja, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.